Ihr Revier ist die Autobahn. Ihr Tempo ist mörderisch. Ihre Gegner, Autoschieber, Mörder und Erpresser. Einsatz rund um die Uhr für die Männer von Cobra 11. Unsere Sicherheit ist ihr Job. Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Alarm für Cobra 11 Undercover, oder? Oder was ist der Untertitel? Undercover ist der Untertitel. Undercover. Gab's schon mal bei Need for Speed. Richtig. Aber wir sind hier in Deutschland unterwegs. Sieht man an den umweltbewussten Bewohnern. Man erkennt es auch daran, dass ein Auto ein automatisches Fadenkreuz hat, mit dem man auf andere Verkehrsteilnehmer zielen kann. Das kennt man ja von Deutschlands Straßen, vielleicht nicht unbedingt in echt, aber es ist zumindest das, was sich manche Verkehrsteilnehmer ihr sicherlich auch gerne mal einbildet. Auch dieses, dass man andere Fahrzeuge mit Lasern und Elektroschocks lahmlegen kann. Toll. Ihr seht oben links schon, Daniel fährt. Nee, mache ich nicht. Der Fritz fährt. Hallo erstmal. Und wie kommen wir denn zu dieser Version des Spiels, Fritz? Wir haben einfach mal bei DTP nachgefragt. DTP ist der Publisher? Genau, das ist der Publisher. Und weil wir wussten, es kommt bald. Und ich war irgendwie ein bisschen scharf drauf. Ich wollte es mal ausprobieren, wie es sich so anfühlt. Weil ich diese Idee mag, auch in den Alltagssimulationen, die wir regelmäßig mal spielen, dass man das Ganze, also diese Spiele in ja, wiedererkennbaren Umgebungen. Also vertraute Umgebung, nicht wie normalerweise. Also meiner Lebensrealität käme es ja eher entgegen, mit irgendwelchen offenen Sportwagen durch Südfrankreich zu fahren, aber du fährst eher auf deutschen Landstraßen rum. Ich finde, das hat einen gewissen Charme und deshalb wollte ich mir das Spiel gerne mal anschauen. Und war dann, ich wollte es eigentlich nur mal so eigentlich auch für mich gucken, und war dann überrascht davon, wie gut sich das spielt, was da für nette Ideen drin sind. Ich muss gestehen, ich habe die Vorgängerspiele, ich glaube, den direkten Vorgänger mal so 10 Minuten mal kurz angespielt. Und fand das dann total cool. Ich habe das jetzt zwei Abende so ein bisschen abends immer eine kleine Runde gespielt. Habe auch schon mal ein paar Sachen freigeschaltet. Wir sind jetzt gerade in einem Einzelrennen. Es gibt noch eine Kampagne. Und dann dachte ich mir, ach, das können wir doch mal zeigen. Da kann man bestimmt eine Menge drüber erzählen und einfach mal ein bisschen ja, zeigen, was das so ist. Nun gut, wer sich fragt, was Cobra 11 denn eigentlich ist, möchte ich kurz den Wikipedia-Eintrag zur Fernsehserie zitieren, denn Alarm für Cobra 11 ist natürlich eine Fernsehserie, die bei RTL läuft, seit vielen, vielen Jahren sehr erfolgreich, geht, glaube ich, inzwischen in die 17. Staffel, wird produziert und mittlerweile auch, oder schon seit langer Zeit, auch geschrieben von der Stuntfirma Action Concept, die einige noch kennen könnten. Die hatten früher im DSF oder ich weiß nicht, wie es damals hieß, vielleicht sogar noch Tele5, so eine Sendung über Stunts, moderiert von dem Action-Concept-Chef Hermann Joha, der bei einem schrecklichen Unfall einen Finger beim Hubschrauberunfall verloren hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber worum geht es bei Cobra 11? Ich zitiere. Die Serie beginnt meist mit einem Verbrechen. Daraufhin findet eine Verfolgungsjagd auf der Autobahn statt, gefolgt von einer Massenkarambolage oder einem Schusswechsel. Meist kann der Täter flüchten. Anschließend ermitteln die Kommissare. Es werden Verdächtige verhört oder es wird im privaten Umfeld des Täters ermittelt. In der Mitte der Episode gibt es wieder eine Verfolgungsjagd. Meist wird ein Verdächtiger verhaftet. Zum Schluss gibt es wieder eine Verfolgungsjagd. Diesmal wird der Täter verhaftet oder er verunglückt. Ich erkenne da ein gewisses Muster. Ja, man erkennt es auch gleich wieder. Also man könnte das jetzt vorlesen und wüsste dann doch recht deutlich, um welche Serie es sich handelt. Eine andere Serie von Action Concept ist Der Clown, aber darüber reden wir wahrscheinlich ein anderes Mal. Ich würde sagen, wir starten einfach mal die Kampagne und schauen mal an, wie das Spiel so beginnt. Ja, tun wir das doch. Dann gehe ich mal hier raus aus dem Einzelrennen. Das läuft auch noch eine kleine Ecke. Und dann können wir mal genau erklären, was es mit diesen ganzen Waffen auf sich hat und dem ganzen Krempel. Und ach, Waffen gibt es auch, ist ja geil. Ja, das erste Mal gibt es Waffen, denn es gibt ja schon eine ganze Menge, wir geben das mal auf, eine ganze Menge Alarm für Cobra 11 Spiele. Das ist bei weitem nicht das erste. Und auch darüber reden wir, sobald wir die Kampagne gestartet sind. Das läuft dann unter Karriere. Wir bleiben mal bei Normal. Ne, Moment mal, ich war doch eigentlich schon mal weiter. Moment. Spiel laden. Ja, fangen wir von vorne an. Normal. Wir wollen noch das Intro sehen. Ne? Es gibt kein klassisches Intro, es gibt ein Tutorial. Das würde ich überspringen, weil ich glaube, das sind alles Sachen, die wir euch on the run zeigen können. Ah, okay. Das ist ein bisschen, ja, da werden so ein bisschen die Neuerungen vorgestellt. Wir gehen einfach mal rein. Wir können ja mal kurz die Struktur kurz vorstellen. Also es geht mit dem Tutorial los und danach sollen 8 Verbrecherorganisationen geschnappt werden oder irgendwie, ja. Und die erste, da geht es um einen gewissen Jeff Miller, der ein gewisser Ben wurde undercover in die Organisation eingeschleust, muss sich nun seine Sporen verdienen. Er trifft dort auf Jeff Miller,
sind alles auch sehr originelle Namen, der sehr misstrauisch ist und ihm nur kleinere Jobs gibt. Ben wird sich einiges einfallen lassen müssen, um unter diesen Bedingungen in der Organisation erfolgreich sein zu können. Der ein oder andere Serienschauer, der diese Serie im Fernsehen verfolgt, wird den Namen Ben sicherlich kennen, denn das ist ja einer der Hauptdarsteller. Nicht spoilern jetzt. Schnell wieder auf die erste genau. Nur ganz kurz zur Struktur. Also das sind quasi die 8 Kampagnen dann und dann sind da drin dann immer noch Einzelmissionen. Ah, ja. Also da geht es dann weiter. Es ist nicht nur diese 8 Level. Die 3. Kampagne trug den schönen Namen Hans Stahl, auf den freue ich mich schon besonders. Falsches Spiel. Starten wir mal ganz am Anfang. Es hat natürlich auch einen Grund, dass das Spiel jetzt den Untertitel Undercover trägt. Was das für eine Überraschung ist, erlebt ihr gleich. Lade. Ich wollte eigentlich. Das ist jetzt die fertige Version, die hat uns DTP freundlicherweise überlassen. Das ist die Testversion, glaube ich zumindest. Kann sein, dass da irgendwie nochmal, manchmal werden dann irgendwie noch Patches oder so nachgereicht bis zum eigentlichen Test. Der eigentliche Test, der geht dann auch erst später raus, mit einem Termin, aber wir haben nachgefragt, wir dürfen mit dieser Version schon ein bisschen was machen, wir dürfen schon ein bisschen was zeigen. Und deshalb machen wir das auch. So, das sieht ja schon mal ganz nett aus. Spitz mal die Ohren. Was gibt's denn? Ich hab dir einen Zielpunkt in dein Navi geladen. Dort steht ein schwarzer Wagen. Der Schlüssel steckt. Der Wagen muss zu uns in die Werkstatt. Ey, ich bin vielleicht neu, aber ich bin kein Abschleppdienst. Ganz ruhig, Brauner. Wenn ich einen Abschlepper bräuchte, würde ich die Gelben anrufen. Er kriegt eine neue Farbe und neue Papiere. Ach so, eine geklaute Karre. Okay, das ist schon mehr mein Ding. Noch ein kleines Detail. Was springt denn für mich dabei raus? Der übliche Satz. Ich habe keinen Bock, hier auf Infosäule zu machen. Frag deine Kollegen. Wie du meinst. Seh mir? Hey, ich denke, ich bin drin. Hab meinen ersten Job bekommen. Es geht los. Was geht los? Ich soll einen gestohlenen Wagen liefern. Setz dich in den Streifenwagen und halt mir den Rücken frei. Mal gleich mal unseren ersten Stunt. Und er funkt auch noch ganz entspannt mit seinem Kollegen Semir, während er hier mit... Hui. Soll dir die Kollegen vom Hals halten? Ja. Ja, genau. Und dann lass mich entkommen, damit ich bei meinen neuen Freunden schön angeben kann. Du hast immer Wünsche. Na gut, ich komme. Ja, also das Schauspielniveau ist ungefähr... Ja, oder was heißt ungefähr? Es trifft eigentlich genau die Serie. Also ich muss gestehen, ich kenne die Serie ehrlich gesagt nur von Durchschalten. Ich glaube, ich habe noch nie eine komplette Folge gesehen. Aber ab und an landet man ja Donnerstagabend doch mal auf RTL und schaut mal kurz rein und freut sich, wenn dann die Autos explodieren. Denn, wie wir schon gehört haben, Crash, Massenkarambolage, Verfolgungsjagd. Und das muss man Alarm für Cobra 11 und RTL ja mal zugutehalten. Die haben mit diesem Format ein unglaubliches Erfolgsformat geschaffen. Also die Serie läuft ewig. Sie kann echt viel Geld für ihre Szenen ausgeben. Es gibt zig Spieleableger. Letztens war eine Folge, da haben sie sogar mit einem Eurofighter gedreht. Ich meine, das muss das auch erstmal hinkriegen. Also, dass du da Genehmigung für so ein Zeug kriegst, ist schon nicht schlecht. Alles klar, Semir. Ich bin bereit. Wir können dann loslegen. Okay, pass auf. Ich hole dich ein und nehme die Verfolgung auf. Geht klar. Dann wollen wir mal hoffen, dass der Plan noch aufgeht. Ach, dieser Dauernörgler. Meine Pläne gehen immer auf. Die Serie ist wirklich sehr erfolgreich. Ich darf nochmal die Gebiete zitieren. Wir müssen dafür sorgen, dass keiner Verdacht schöpft. Also gib alles, um an mir dran zu bleiben. Du solltest lieber diesmal das Gasmüller richtig treffen. Ich werde es dir nicht einfach machen. Schließlich habe ich einen Ruf zu verlieren. Ja, sie nannten ihn Schnecke. Los, gib Gas! Immer unterbrechen mich die Spielfiguren. Alarm für Cobra 11 wird zudem auch in Iran, Estland, Frankreich, Griechenland, Italien, Kroatien, Niederlande, Slowakei, Ungarn, Polen, Portugal, Serbien, Spanien, Tschechien, Litauen, Lettland, Türkei, Argentinien, Japan, Mexiko, Chile, Slowenien und Kanada ausgestrahlt. Außerdem wird die Serie seit dem 8. April 2010 auf Bundeswehr TV ausgestrahlt. Ja, das ist ein echter Exportschlager, wie unsere Bundeswehr ja inzwischen auch. Das ist wahr, ja. Ich weiß nicht, ob das auch all die Länder sind, in denen die Bundeswehr im Einsatz ist. Runter vom Gas, ja. Um da Brunnen zu bauen und Frauenrechte zu wahren. Du nimmst den Job ja verdammt ernst. Aber mir gefällt es so grafisch. Ja. Das ist kein Meilenstein, aber es ist doch ganz in Ordnung. Ich finde es grafisch wirklich sehr, sehr stimmig. Und
auch so die Ausblicke, also erstmal schon mit den Höhenunterschieden ist sehr nett. Ich fahre auch wieder so einen Scheiß zusammen. Ich sag schon Bescheid, wenn's genug ist. Also die Umgebung hier mit den Alpen und so, sehr, sehr nett. Ich weiß nicht, warum ich jetzt gerade so schlecht fahre. Ich muss dabei sein. Oh, Abstand gewinnen. Ich finde halt diese Kombination aus miserabel geschauspielert oder eingesprochene Sätze, so ein bisschen bekannte Umgebungen und ein sehr spaßiges Fahrmodell. Finde ich richtig cool. Also das fährt sich total nett. Ich fahre natürlich nicht gut, weil wer zufällig unsere Let's Play-Folgen zu Sleeping Dogs gesehen hat, der weiß ja schon, dass wir fahren wie ein Blinder. Aber es macht echt Spaß, rumzufahren. Die Steuerung spricht super an. Das ist so langsam klar, sollte es aber auch genug sein. Wer jetzt nicht überzeugt ist. Semir? Ups, was gibt's? War so in meinem Element. Ich sagte, es reicht. Du kannst einen Gang runterschalten. Schon? Der Spaß hat auch gerade erst angefangen. Ah, wie ich diesen Tag hasse. Alles klar, du Weicher, ich fahr ja schon langsamer. Sie geben sich aber Mühe, oder? Ja, natürlich, klar. Also man merkt, dass diese Dialogzeilen, dass sie die angeguckt haben und sich gedacht haben, boah. Aber... Ja, was sollst du auch groß ausholen? Also, das ist ja auch alles fairerweise okay. Sagen. Mensch, streng dich doch wenigstens an. Bei diesem Tempo glaubt uns sonst niemand die Nummer. Sorry, hab wohl einen schlechten Tag. Dann streng dich halt mal an. Aber wenn man so hört, okay, Alarm für Cobra 11, ein Spiel dazu, dann würde man ja automatisch denken, na gut, das kann ja nichts taugen. Also was soll das schon groß sein? Aber fairerweise muss man sagen, dass auch die letzten Serienteile eigentlich alle ganz ordentliche Rennspiele waren. Und mir gefällt zum Beispiel das Fahrmodell für ein Arcade-Rennspiel besser, als das im letzten Need for Speed war. Da war mir das zu sehr... Oh, das ist aber schwer zu toppen. Ich muss gestehen, ich mag diese bisschen Burnout-ähnliche Art und Weise, die Fahrzeuge über die Straße zu schieben. Das mag ich nicht so richtig. Ich mag das immer so ein bisschen, wenn sie dazu neigen, auszubrechen, wenn auch die Kamera so ein bisschen mitgeht und man sie immer so ein bisschen schön von der Seite sieht. Das ist ja auch ein bisschen, was Sleeping Dogs bei den Fahrsequenzen eher schlecht macht. Da bleibt die Kamera unglaublich starr hinter dem Fahrzeug, was dem Ganzen ein bisschen Dynamik nimmt. Und wie gesagt, also mir macht das Fahren erstaunlich viel Spaß. Es ist ohnehin gerade eine Premiere, denn wir haben noch nie ein Rennspiel Let's Played. Wir waren uns sogar schon mal sicher, dass man Rennspiele nicht Let's Playen könne. Das werden wir jetzt rauskriegen, ob es denn geht oder nicht. Guck mal, ein Staudamm. Wir werden es ja auch nicht durchspielen. Also wollen wir mal ein bisschen anspielen, ein bisschen zeigen, okay, was kann man denn hier so machen und so. Warum würden wir das überhaupt spielen wollen? Aber an sich eignen sich Rennspiele natürlich nicht unbedingt dazu, Let's Play zu werden. Ich mag auch solche Details, wie zum Beispiel der Hubschrauber, der eben gerade rumflog. Bin ich großer Fan von, seit alten... jetzt habe ich ihn, glaube ich, fast losgeworden. Seit alten Bleifußtagen, wo ja an den Strecken auch immer so viel passiert ist. Das waren die Rennspiele, die ich wirklich noch wahnsinnig intensiv gespielt habe. Ich glaube, das letzte Rennspiel ansonsten war das erste Dirt, was ich durchgespielt habe. Das war jetzt aber nicht Sinn der Sache, oder? Das ist aber nicht so schlimm, weil wir werden repariert. Ja dann. Aber er erwischt jetzt uns. Jetzt hast du ihn aber gleich auf der Pelle. Hier in der offenen Welt, das ist ja eine frei befahrbare Welt, habt ihr ja bestimmt schon gemerkt. Ich fahre den Scheiß zusammen. Haben wir einen Turbo-Boost hier auf der rechten Seite, da dieser blaue. Der lädt Balken, sich wie auf, doch der lädt sich nach einer Weile, glaube ich, wieder automatisch auf. Und wir haben auch verschiedene Waffen, die sind jetzt noch nicht freigeschaltet, aber später gibt es auch noch verschiedene Waffen. In der vorherigen Rennen habt ihr schon ein paar davon gesehen. Zeigen dir auch nochmal im Detail, was es damit auf sich hat. Das ist neu mit den Waffen. Das gab es vorher noch nicht in der Serie. Offene Welten gibt es schon ziemlich lange in der Burnout-Serie. Von wem werden sie entwickelt? Synetics? Synetics, ja. Genau, ein deutsches Unternehmen. Hast du gerade Burnout-Serie gesagt? Alarm für Cobra 11. Ein deutsches Unternehmen aus Gütersloh, glaube ich. Und die... Nächster Rasthof Gütersloh, wir müssen kurz mal raus. Der Truckstop. Die sind aus fünf oder sechs ehemalige Ascaron-Leute sind das und die haben überlebt im Gegensatz zu Ascaron. Die Sacred-Macher, die gibt es ja jetzt nicht mehr. Ich finde es total nett. Also hier die Stadt da an der Seite, die Tiefenunschärfe, also... Mich erinnert es ein bisschen an Tirol, so die Gegend rund um Innsbruck. Ja. Optisch. Also der Vorgänger zum Beispiel spielte noch eher in der Köln-Region, die man wahrscheinlich aus der Serie viel mehr kennt. Denn Alarm für Cobra 11 spielt ja seit zig Episoden in der Köln-Region. Ursprünglich wurde die Serie, aber ganz am Anfang wurde sie in Brandenburg gedreht. Ach. Dann ist man umgezogen.
Ja, komm. Muss doch was machbar sein. Aber dann seht ihr wenigstens mal in dieser ersten Mission schon die halbe Welt. So, jetzt also das Ziel ist immer noch, dass du so viel, so viel Land gewinnst, ja, dass du also 10 Minuten dieser Entkommen Hinweis so, ich fahre jetzt auch ein bisschen blöd. Das ist gar nicht so leicht, oder? Also für das erste Level? Nee. Ich fahre jetzt ein bisschen schlecht. Als ich das in Ruhe schon mal ein bisschen ausprobiert habe, bin ich etwas besser gefahren. Nicht wahnsinnig viel besser, aber etwas besser. Und das Spiel ist durchaus knackig. Also hier in der offenen Welt. Der Vorsprung ist nun groß genug, damit du aufgeben kannst. Ich denke, wir haben eine gute Show geliefert. Alles klar, dann schafft die Karre schnell weg, bevor die Kollegen die Fährte aufnehmen. Yo, bin dabei. Yo, da hat jetzt also die ganze Zeit jemand zugeguckt. Offensichtlich. Ja, so kann man die Karre natürlich auch wegschaffen. Ich glaube, diese Kamera ist übrigens auch neu. Also in der Kampagne repariert sich das Ding dann gerade jetzt hier in der Anfangsphase, glaube ich, noch von alleine. Genau, es geht dann einfach nach einer Weile, geht's wieder. Das Geschwindigkeitsgefühl finde ich auch echt gut. Also man kriegt da richtig schön Drive drauf. Und irgendwas wollte ich noch sagen. Wir fahren auf der falschen Seite, oder? Also, ja. Nee, wir fahren richtig. Aber das Navi will uns woanders hinschicken. Können wir nicht hier auch raus? Super, da ist auf der einen Seite eine Abfahrt an der Autobahn. Und auf der jetzt hier nicht, oder wie? Kannst du nicht einfach die Leitplanke durchbrechen? Nee. Ist ja blöd. Aber jetzt. Aber das hat auch so ein bisschen, die Optik hat so ein bisschen den Modelleisenbahn-Look, gerade in den Bergen, finde ich. Oder? Mit der Unschärfe. Ja, mit der Unschärfe und so ist. Ach ja. Schadensmodell ist drin, also. Wie gesagt. Aber es hat zumindest diese Anmutung von Autobahnen hierzulande. Das ist tatsächlich was, das sieht man sehr selten dann auch noch mit halbwegs Qualität drin. Ich wünsche mir bis heute ein Rennspiel, das meine damalige tägliche Arbeitsstrecke von Ingolstadt nach München auf der A9 perfekt nachbildet. Auch mit den richtigen Stauzeiten und so. Da einmal so fahren, wie man da gerne mal gefahren wäre, ohne Risiko. Naja, vielleicht probieren wir es mal einer. Ich bin ja ein großer Fan von Autorennspielen mit von A nach B Strecken, was sich hier in so einer offenen Welt natürlich total anbietet. Weil eines meiner ersten Spiele, an die ich mich so richtig bewusst erinnere, PC-Spiele, war Test Drive 3. Test Drive 3 war ja ein Autorennspiel mit einer offenen Welt, mit wahnsinnig vielen kleinen, süßen Sachen zu entdecken. Zum Beispiel, irgendwo war ein X-Wing versteckt und dann fuhr auch eine Eisenbahn. Also wir sprechen hier von 1992, also da war die Welt noch ganz anders. Und das fand ich super. Da gab es auch noch nicht Alarm für Cobra 11 im Fernsehen. Nee, das gab es dann erst seit 1996. Das war schon unglaublich, wie lange das schon läuft. Die Besetzung sind ja völlig andere, als mit dem das ursprünglich losging, wie die jetzt da zu sehen sind. Also der Semir und der Ben. Das sind bei weitem nicht die, mit denen die Serie gestartet ist. Dann sind die immer mal wieder die Hauptdarsteller gestorben. Also nicht die Hauptdarsteller, aber die Figuren. Und rausgeschrieben worden und wieder reingeschrieben worden und wieder umgebracht worden und es ging auf und ab. Oh, das wäre beinahe noch nicht los, ja. Können wir kurz einen Blick hier über die Spielwelt werfen. Wer vielleicht andere Spiele von Synetics noch kennt, Rennspiele, dem wird vielleicht der Name Nice oder Have a Nice Day bekannt vorkommen. Das ist auch, glaube ich, Ende 90er Jahre gewesen, oder? Ein Rennspiel? Ja, könnte hinkommen, ja. Die waren super, die waren auch sehr beliebt, hatten auch, glaube ich, damals schon so ein bisschen so kleine Waffen, Mario Kart-mäßig ähnlich drin. Waren aber jetzt so richtige Rennspiele mit normalen Autos oder halbwegs normalen Autos. Ich glaube, das Nice 2 war dann schon ganz schön abgedreht zum Teil. Sah super aus. Ja, und jetzt machen die halt diese Cobra 11-Spiele. Die haben unter anderem aber auch zum Beispiel World Racing gemacht. Das waren zwei Rennspiele auch mit offenen Welten, was auch sehr, sehr cool aussah und auch so ein bisschen hier diese klassisch europäische Umgebung hatte. Was man eben auch nicht so oft hat. Test Drive Unlimited zum Beispiel war ja Hawaii und jetzt das zweite auf Ibiza. Bin nicht so umgehauen. Und jetzt machen wir die Mission hier fertig. Ja, da ist ja das gute Stück. Schwere Nummer. Ich hatte ordentlich Stress mit den Bullen. Da hat wohl jemand gesungen. Immer nur jammern. Schauen wir uns den Wagen mal an. Vielleicht kann ich dann mitjammern. Mama mia, das schöne Auto. Da kostet die Reparatur aber ein Vermögen. Ja, Mission geschafft. Wunderbar. Folge vorbei.
mehr Cobra 11 in der nächsten Folge und nicht erst nächsten Donnerstag, sondern wahrscheinlich schon morgen hier bei uns auf GameTube und auf GameStar. Genau. Also, bis dann. Tschüss. Ciao.